Das Genre der Location-Based Games, also der positionsbezogenen Spiele, gewinnt seit der Veröffentlichung von Pokémon Go immer mehr und mehr an Bekanntheit. Egal ob es ein Pokémon Go, Ingress oder The Walking Dead Our World ist, die Spiele innerhalb des Genres sind immer gleich aufgebaut. Als Spieler hast du auf deinem Smartphone eine Karte mit verschiedenen Point of Interests. Das Kartenmaterial wird zumeist auf Basis von Google Maps mit der GPS-Position des Smartphones synchronisiert und die Position des Spielers wird in Form eines Avatars auf dem Smartphone dargestellt. Diese Synchronisation findet dauerhaft statt und so sieht man den Avatar auch innerhalb der Karte, wie er sich fortbewegt. Grundsätzlich ist es das Ziel, an verschiedenen Punkten der Karte Events abzuschließen. Das kann wie im Falle von Pokémon Go eine Arena sein oder das Fangen von einzelnen Pokémon. Auch der Einsatz von Augmented Reality spielt hier oftmals eine Rolle. Am Beispiel von The Walking Dead Our World sieht man, dass während der Events die Kamera des Smartphones aktiviert wird und virtuelle Objekte erscheinen. Mit diesen virtuellen Objekten kann man dann interagieren und beispielsweise diese abschießen oder auch wie bei Pokémon Go einen Pokéball werfen. Die Spiele an sich sind also eine Kombination aus verschiedenen Hardware-Komponenten des Smartphones, also beispielsweise dem mobilen Internet, GPS und der Kamera. Doch wie könntest du dir jetzt ein eigenes positionsbezogenes Spiel erstellen? Eine Lösung hierfür ist die Verwendung der Unity Engine in Verbindung mit dem Software Development Kit Mapbox. Sowohl die Unity Engine als auch die Mapbox-Erweiterung ist zum Start hier kostenlos. Ich zeige dir kurz einmal, wie das aussehen könnte, wenn du dir ein neues Projekt erstellen würdest und wie lange das Ganze hier dauert. Zuallererst erstellst du dir ein neues Unity-Projekt und in dieses Projekt lädst du das Mapbox SDK, das Mapbox Software Development Kit. Das findest du auf der offiziellen Seite hier bei Documentation. Da gibt es Maps SDK und dann hier vor Unity. Direkt selektieren. Bist du hier, Maps SDK for Unity? Und da klickst du auf Install. Dann wird dir diese Seite hier angezeigt. Da klickst du auf Mapbox Unity SDK Version 2 jetzt in diesem Fall und lässt dir diese Erweiterung herunter. Bevor du diese heruntergeladene Erweiterung in dein Unity-Projekt einfügst, empfehle ich dir hier auf File zu klicken, Build Settings und die Plattform hier auf ein mobiles Endgerät zu wechseln, also entweder Android oder iOS. Ich mache das Ganze jetzt hier einmal mit Android. Switch Plattform. Es ist sinnvoll, das hier vor dem Import zu tun, denn sonst müssen alle Dateien noch einmal optimiert werden. Okay, danach kannst du das heruntergeladene SDK hier in dein Projekt importieren. Und sobald das abgeschlossen ist, erscheint dieses Import Unity Package. Da klickst du auf Import. Nach dem erfolgreichen Importieren erscheint dann. Dieses Fenster hier, sollte das bei dir nicht erscheinen, dann klicke in der Menüleiste auf Mapbox und dann Setup. Hier musst du jetzt einen Access Token hinterlegen, der lässt sich kostenlos auf der Seite erwerben, indem du dir einen Account erstellst. Hierzu auf die Webseite gehen und dann hier auf Sign In klicken und dann kannst du dir bei Don't Have an Account Sign Up for Mapbox kostenlos deinen eigenen Account erstellen. Danach wird dir auch der Access Token angezeigt und diesen kopierst du dir genau in diese Zeile hier hinein. Submit, dann sollte das hier auch gleich grün werden, nachdem dieses Checking hier abgeschlossen ist. Und hier hast du jetzt verschiedene Map Prefabs, es gibt hier vier Stück: Location Based City Simulator, Tabletop AR und World Scale AR. In unserem Fall ist jetzt hier nur dieses Location Based Game interessant. Ich selektiere einmal Location Based Game und dann startet normalerweise die Anwendung hier auch direkt und dann siehst du ein Beispiel. Da befindest du dich jetzt hier in Finnland und das Ganze ist simuliert. Hier wird noch kein GPS verwendet, denn es muss erst auf das Smartphone exportiert werden. Wie funktioniert das? Dazu klickst du hier auf File, Build Settings, fügst die Szene hinzu, also hier über Add Open Scenes, dass die Szene hier hinterlegt ist. Sollte bei dir noch eine andere Szene sein, also beispielsweise hier die Sample Scene, dann lösche diese mit Rechtsklick Remove Selection. Okay, danach auf Player Settings. Lege hier den Company Name fest und dann hier den Product Name. Als nächstes selektierst du dann Other Settings und gibst hier den Bundle Identifier ein. Also dieses Package Name hier, Company.Product Name. Dann beim Minimum API-Level musst du auf alle Fälle 7.0 auswählen oder höher. Solltest du noch nie eine Anwendung für Android exportiert haben, dann empfehle ich dir das detaillierte Video dazu auf meinem Kanal. Danach hier unten bei XR Settings. Da wählst du AR Core Supported und selektierst das hier. Das war's dann auch schon. Jetzt musst du hier nur noch auf File, Build Settings gehen und über Build deine Anwendung exportieren. Hier vielleicht einen neuen Ordner erstellen, Export und schon kannst du deine APK-Datei speichern. Sobald die Anwendung exportiert ist, kopierst du diese auf dein Smartphone und startest die dann. Achte darauf, dass du auch das GPS aktiviert hast. Wenn du noch nie eine AR Core Anwendung auf deinem Smartphone gestartet hast, dann kommt eine Meldung, dass du AR Core installieren sollst. So, die Anwendung ist auf meinem Smartphone installiert und ich bewege mich damit jetzt einmal ein bisschen. Du siehst dann auch, wie mein Avatar hier die Position ändert. Das Ganze sieht noch sehr langweilig aus. Es gibt aber eine Sample Scene und in dieser Sample Scene ist das mehr aufgehübscht. Es gibt da Gebäude und einen Astronauten als Avatar. Das findest du unter Mapbox, Setup, hier bei Example Scenes, da wählst du Astronaut Game, doppelklick, dann wird dieses Projekt geöffnet und auch dieses Projekt kannst du auf die gleiche Art und Weise exportieren. So sieht das in der Vorschau aus, du kannst hier per Mausklick auch deinen Astronauten bewegen lassen und damit das dann auf deinem Endgerät funktioniert und an deiner GPS-Position, wo du dich befindest, exportierst du die Anwendung Bird Settings, wieder darauf achten, dass du die Szene hier hinzugefügt hast und die player settings sollten dafür jetzt eigentlich schon optimiert sein. Also darauf achten, dass du hier AR Core aktiviert hast und bei other settings, dass der bundle identifier hier hinterlegt ist. Danach wieder file, build settings und build klicken. Schon kannst du diese Anwendung hier exportieren. Nach dem Export starte ich diese einmal auf meinem Smartphone und dann siehst du das auch, wie das im Live-Modus aussieht. Das sieht man jetzt meine derzeitige Position und wenn ich mich hier bewege, dann bewegt sich auch der Avatar. Eine wirkliche Interaktion wie bei Pokémon Go oder The Walking Dead Our World haben wir jetzt hier noch nicht. Du siehst aber für einen ersten Test ist diese Beispielszene schon einmal super. Ja, soviel zur Erklärung, was Location-Based Games überhaupt sind und wie du rein theoretisch mit deinem eigenen Projekt starten kannst, indem du Unity und Mapbox verwendest. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao!